Unsere SG Sonnenhof Groß Aspach ist nun seit sage und schreibe 8 Spielen ungeschlagen. Damit hat die Elf von Rüdiger Rehm vor diesem Spieltag bereits 8 Punkte Vorsprung auf den ersten Abstiegsplatz. Zum Auftakt des 34. Spieltags der dritten Liga empfing die SG Sonnenhof Groß Aspach am Freitagabend den VfL Osnabrück und wollte mit einem Sieg die Tür zum Klassenerhalt weiter aufstoßen. Los geht's mit einer Standardsituation. Simon Tütting aus aussichtsreicher Position. Der Ball kommt über die Mauer, aber SG-Keeper Christopher Geng ist auf seinem Posten und pariert. Osnabrück versucht, Aspach unter Druck zu setzen, der VfL im Aufbauspiel. Menga bekommt den Ball, kluger Pass in den Lauf auf T. Dieser alleine vor Geng, aber der SG-Rückhalt bleibt lange stehen und wehrt den Schuss klasse ab. Es dauert bis zur 36. Minute, ehe Groß Aspach zum ersten Mal nennenswert vors Tor der Gäste kommt. Senesi mit dem Ball, er wird nicht richtig angegriffen. Doch der SG-Angreifer trifft den Ball nicht richtig, kein Problem für VfL-Keeper Frank Lehmann. Danach wieder die Osnabrücker, die Gäste kommen über die linke Seite, vom Flügel kommt der Ball scharf nach innen, aber in der Mitte verzieht VfL-Stürmer Menga um Haaresbreite. Glück für Groß Aspach. Kurz vor der Pause, die SG im Angriff, von rechts außen kommt der Ball in den 16er. Morris verlängert auf Minakai, dieser versucht es mit dem Pass nach innen, aber Lehmann ist dran und Osnabrück kann klären, danach geht's in die Pause. Groß Aspach hat sich für die zweiten 45 Minuten einiges vorgenommen. Der Ball kommt hoch hinein in den Strafraum. Dort gelangt Skalatidis an die Kugel, aber Osnabrück kann den Ball zur Ecke abwehren. Kurz danach erneut die SG. Vor dem 16er sind unsere Jungs im Ballbesitz. Am Ende ergibt sich die Möglichkeit für Senesi, aber der Angreifer verzieht. Aspach ist jetzt im Spiel angekommen. Zoom mit dem Ball, er hat das Auge und passt nach innen zu Skalatidis. Lehmann pariert, doch Osnabrück kann nicht richtig klären. Zoom mit der Flanke, doch der Kopfball von Matthias Morris fliegt links am Tor vorbei. Unsere Jungs machen jetzt richtig Druck. Erneut der Angriffsversuch über die linke Seite. Wieder Skalatidis am Ball. Er drängt in den 16er und zieht ab. Doch auch dieses Mal bleibt die Möglichkeit ungenutzt. Vielleicht sorgt eine Ecke für mehr Gefahr. Michele Rizzi steht bereit auf der rechten Seite. Er bringt die Kugel scharf hinein. Dort steht Auperle völlig frei und köpft ein. Das ist das 1:0. Fabian Auperle trifft den Ball wuchtig mit seinem Kopf und lässt Frank Lehmann keine Abwehrchance. Groß Aspach gelingt der mittlerweile verdiente Führungstreffer. Auperle krönt mit diesem Tor seine starke Leistung. Doch noch ist nicht Schluss. Osnabrück bis zur 88. Minute noch ohne Torschuss in der zweiten Hälfte. Jetzt ergibt sich für Iljutschenko die Möglichkeit, aber er verzieht deutlich. Das war's. Unsere Jungs können in der zweiten Halbzeit ordentlich zulegen und erkämpfen sich die nächsten 3 Punkte. Damit bleibt Groß Aspach auch im 9. Spiel in Folge ungeschlagen und ist dem Saisonziel Klassenerhalt wieder einen Schritt näher gekommen.